heulende Sirenen in Andernach in der Nacht von Sonntag auf Montag. Gegen kurz nach 2:30 in der Nacht kam es in der St. Amandstraße zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Obergeschoss bereits in Vollbrand. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein Teil davon suchte in dem Gebäude nach Personen. Zwei Bewohner hatten sich selbst vor den Flammen in Sicherheit bringen können und waren ins Freie geflüchtet. Diese wurden mit Rauchgasvergiftungen in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz gebracht. Die Feuerwehr hatte den Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle. Warum das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. Die Polizei hat ihre Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.